Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein super leckeres frittiertes Gebäckrezept für euch mit Hackfleischfüllung und zeige euch die Zutaten dazu. Ich habe 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, einen Esslöffel Essig und so ungefähr 280 Milliliter Wasser, also nicht ganz 300 Milliliter. Das muss nämlich ein fester Teig werden und den müsst ihr dann richtig kneten. Nachdem ich den Teig so lange geknetet habe, bis er nicht mehr an den Händen und auch nicht am Schüsselrand kleben bleibt, habe ich den halbe Stunde ruhen lassen. Es ist zwar kein Hefeteig, aber lässt sich dann besser auseinanderrollen. In der Zwischenzeit werde ich die Füllung vorbereiten. Dafür brauchen wir 300 Gramm Hackfleisch, eine Zwiebel habe ich klein geschnitten, Salz, Pfeffer und so ungefähr 100 Milliliter Wasser. Das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Durch das Wasser wird die Masse streichfähig gemacht und die Füllung wird richtig saftig. Das Ganze schön miteinander vermischen. Am besten geht das natürlich mit den Händen. So mache ich das auch. Wer möchte, kann die Zwiebeln auch reiben, aber ich mag das lieber, wenn die ein bisschen klein geschnitten sind. Aus dem Teig habe ich kleine Bällchen vorbereitet. Die waren dann bei mir so groß wie ein Ei. Ihr könnt natürlich auch kleine oder aber auch größer halten, aber so ist das optimal. Die werden dann mit einem Nudelholz rund ausgerollt. Dabei habe ich den Teig immer mit Mehl bestreut. Die müssen schön dünn ausgerollt werden. Auf eine Seite gebe ich jetzt Hackfleischfüllung. Und hier könnt ihr auch sehen, dass die Füllung durch das Wasser schön streichfähig geworden ist. Jetzt klappe ich die andere Seite über die Füllung und schneide die Seiten aus. Ihr könnt die auch mit den Händen fest andrücken oder aber mit einem Pizzaschneider schneiden. Wichtig ist, dass die Seiten dann richtig fest miteinander kleben müssen, damit die Füllung beim Frittieren nicht rauskommt. Dadurch, dass das ja wässrig ist, kann Fettspritzer geben. So habe ich dann alles schon mal vorbereitet. Am besten ist das, wenn ihr alles vorbereitet, mit einem feuchten Küchentuch abdeckt, aber nicht vergessen abzudecken, damit sie euch nicht austrocknen. Dann werden sie in reichlich Öl frittiert. Und hierbei müsst ihr darauf achten, dass das Fett nicht zu heiß ist. Ich habe auch die Hitze zwischendurch runtergedreht. Und das Gebäck nach dem Frittieren auf ein Küchentuch gegeben, damit das nicht so fettig wird. Wenn ich zu viele vorbereite, wechsle ich auch das Öl zwischendurch, damit das nicht anbrennt. Aber wichtig ist, dass ihr alles schon mal vorbereitet und anschließend frittiert. Ihr könnt nicht ausrollen und gleichzeitig frittieren. Das schafft ihr zeitmäßig nicht. Sie sind schon frittiert und zeige euch einmal die Füllung. Durch das Wasser ist die Füllung richtig saftig und lecker geworden. Das war's dann eigentlich auch heute von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Tschüss!